alle ganz herzlich willkommen zu unserer Videoserie zum Thema dynamisches Warm-up vor den Grunddisziplinen. Wir zeigen euch hier eine Auswahl an Übungen, die ihr machen könnt, um euch optimal für euer Squat-, Bench- und Deadlift-Training vorzubereiten. Ein komplettes Warm-up besteht immer aus drei Teilen. Einem allgemeinen, einem dynamischen und einem spezifischen Teil. Wie schon erwähnt, tun wir uns hier ganz auf den zweiten Part, einen dynamischen Warm-up, konzentrieren. Das dynamische Warm-up hat immer zum Ziel, dass wir die Muskeln und Gelenke aktivieren und mobilisieren, die wir in unserer Hauptübung brauchen. In der heutigen Folge geht es weiter mit drei Warm-up-Übungen für vor dem Bankdrücken. Unsere erste Übung ist ein Prone Row mit Aussenrotation. Wir aktivieren hier unseren Oberrücken und Schultergürtel aktivieren. Wir nehmen dazu zwei ganz leichte Gewichtsscheiben, wenn ihr Zugang zu den Leikonofüfer habt. Nehmen die lenken wirklich voll und ganz. Dann brauchen wir ein Flachbänkchen. Hier legen wir uns mit dem Bauch so drauf, Füße locker gegen Hänger. Kopf ist abgehoben, unsere Hänge lassen wir locker so hängen. Und dann führen wir unsere Ellbogen in einer Ruderbewegung hier rauf. Da halten wir die Spannung für 1-2 Sekunden. Kommen dann in eine Aussenrotation. Auch hier wieder 1-2 Sekunden halten. Dann zurückgehen und gehen. Und das Ganze 15-20 Mal wiederholen. Unsere zweite Übung ist ein Facepull mit Widerstandsband. Wir üben uns hier ganz auf die Retraktion und Depression, also das Zusammen- und Gegenabziehen der Schulterblätter konzentrieren. Das brauchen wir nachher auch zwingend beim Aufbauen der Brücke und beim Spannung halten durch das ganze Bankdrücken durch. Wir nehmen hier zwei Widerstandsbänder, binden die so zusammenbinden, wirklich fest anziehen, nicht dass sich das Nerven gegen das Gesicht spickt. Dann am rechten Reck hier befestigen, leicht oberhalb von eurem Kopf. Beide Enden so umgreifen, die Handflächen zeigen gegen innen. Einen guten Schritt zurück machen, dass das Band unter Spannung steht. Unsere Startposition ist hier auf Kopfhöhe und dann ziehen wir so weit, bis wir unsere Hände auf ca. Schläfenhöhe haben. Fest konzentrieren auf die Spannung und das Zusammenziehen der Schulterblätter. Wieder lösen und wiederholen. Spannung halten, zurückgehen. 15-20 Wiederholungen vom Ganzen. Unsere dritte und letzte Übung für heute ist noch eine klassische Innen- und Aussenrotation. Ich denke, die Übung kennen viele von euch schon. Also es ist einfach wirklich ganz wichtig, um unsere Rotatorenmanschetten aufwärmen und so Verletzungen im Schulterbereich vorzubeugen. Wir tun dazu wieder ein Widerstandsband an einem Rack befestigen, ca. hier auf Bauchnabelhöhe. Wir das Band greifen. Dann kontrollieren wir, dass unsere Ellbogen immer schön nach am Körper sind. Für das können wir sehr gerne auch ein Tüchli probieren einzuklemmen. Genau. Das hier dazwischen nehmen, dann ist das schon mal fix. Hier ist unsere Startposition. Und die Bewegung nähern, dass wir unsere Hand zum Bauch zu führen, kurz halten und wieder zurückgehen. Zum Bauch zu und lösen. Das hier war unsere Innenrotation. Für die Aussenrotation können wir genauso bleiben und einfach die Hand wechseln. Das Tuch nehmen wir auf die andere Seite. Ellbogen wieder fix am Körper behalten. Hier ist jetzt da die Ausgangsposition und die Bewegung, dass wir unsere Hand gegen außen drehen. Wir kommen langsam zurück und mit Kraft die Hand gegen außen bewegen, so weit wie wir kommen. Genau, je 15-20 Wiederholungen, dann drehen wir uns um 180 Grad und wieder bei beiden Händen genau das Gleiche so wiederholen.